Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute hier in der Sonnhalde, drüben in der Klinik und überall, wo Sie uns über Sonnhalde TV verbunden sind. Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und freu. Dieses Volkslied haben wir gerade als Vorspiel gehört und wir wollen heute in diesem Gottesdienst noch mehr Mai-Lieder miteinander singen, denn wann soll man die Mai-Lieder sonst singen als im Mai? Ja, der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Man nennt ihn auch manchmal den Wonnemonat Mai. Er hat vorgestern begonnen, am 1. Mai, am Maifeiertag. Da war es zum Glück wunderbares Wetter dieses Jahr, sodass alle, die wollten, einen Ausflug machen konnten, eine Wanderung und sich bei verschiedenen Festle gütlich tun und sich erfreuen. Aber ich habe gehört, auch hier in der Sonnhalde hat der Mai standesgemäß begonnen, nämlich am Vorabend am 30. April hatten sie hier unten einen Tanz in den Mai, bei dem es sehr lustig und beschwingt zuging. Bowle hat es auch gegeben, habe ich gehört. Also sind sie jetzt gut eingestimmt auf den Mai. Und sie haben auch so einen schönen Maibaum draußen mit so bunten Bändern. Zwei davon habe ich mir ausgeliehen für den Altar, damit wir hier auch noch ein bisschen was von diesem Maibaum haben. Und auch das Liedblatt ist heute voll von Mai. Sie haben es schon erkannt, vorne drauf die Maiglöckle. Vielleicht hatten manche von Ihnen früher Maiglöckle im Garten. Sie sind ja leider giftig und riechen sehr stark. Also in der Stube hat man sie nicht so gern, aber im Garten und hier auf dem Foto sind sie doch ganz herzallerliebst. Und in diesem Liedblatt sind heute auch vier Mai-Lieder drin, die wir miteinander singen wollen. Die Reihenfolge in dem Blatt ist nicht die Reihenfolge, wie wir singen. Das hat drucktechnische Gründe, dass ich alle Lieder wunderbar auf dieses Liedblatt gebracht habe, musste man das einfach so anordnen. Wir fangen jetzt an, den Mai zu begrüßen. Grüß Gott, du schöner Maien. Das ist das Lied auf der Innenseite Ihres Liedblattes, hier links unten. Das singen wir jetzt miteinander. Grüß Gott, du schöner Maien. Das hier. Ja, die grüne Au aus diesem Lied, die begegnet uns auch im 23. Psalm, den wir jetzt miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nicht nur in den Volksliederbüchern, auch in unserem Gesangbuch gibt es ein Mailied. Es ist das einzige Monatslied, das es gibt in unserem Gesangbuch. Und zwar ist es das Lied »Wie lieblich ist der Maien«. Das steht hinten auf Ihrem Liedblatt drauf. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Oder wenn es Ihnen nicht mehr so geläufig ist, können Sie einfach auch nur ein bisschen mitsummen oder einfach sich beschwingt in die Melodie hineinhören. Also, wie lieblich ist der Maien? Die Sonntage zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt haben im Kirchenkalender schöne Namen. Sie heißen Jubilate, Cantate und Rogate. Das sind lateinische Namen und manche kann man ganz gut erraten. Jubilate heißt einfach jubelt. Das ist gar nicht schwer. Jubilate war dieses Jahr am 21. April. Auch der zweite Sonntag ist leicht zu raten auf Deutsch. Kantate, das heißt singet, genau. Eine Kantate ist ein Singstück, das man miteinander singen kann. Und der Sonntag Kantate war letzten Sonntag, am 28. April. Der dritte Sonntag Rogate, da ist es ein bisschen schwierig mit dem Deutsch, das heißt betet. Und der Sonntag Rogate, der betet Sonntag, der ist jetzt am kommenden Sonntag, am 5. Mai. Diese drei Sonntage,
Jubilate, Kantate, Rogate erinnern uns an wichtige Grundlagen und Aufgaben im Leben von uns Christenmenschen. Jubeln und freuen, singen und loben, beten, bitten und danken. Und falls Sie jetzt sagen, ja, aber klagen, das fehlt. Ja, klagen fehlt bei diesen Sonntagsnamen jetzt. Klagen dürfen wir natürlich auch als Christenmenschen und hoffen, dass Gott unsere Klage hört. Aber klagen und jammern gibt es genug im Alltag. Im Schwäbischen sagt man sogar, nicht gejammert ist gelobt genug. Das ist zwar manchmal hart, aber ja, so ist es halt. Deshalb tut es uns ganz gut, denke ich, auch einmal diese schönen Seiten des Lebens und des Glaubens in den Mittelpunkt zu stellen. Zur Freude und zur Ermutigung. Jubilate, Kantate, Rogate. Und deshalb singen wir heute miteinander so viel diese schönen Maienlieder aus den Volksliedern und aus dem Gesangbuch. Und als Bibelwort habe ich den Wochenspruch für den kommenden Sonntag ausgesucht. Dort heißt es: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das stammt aus Psalm 66, Vers 20. Ja, vor lauter Problemen im eigenen Leben und den Schwierigkeiten in der Welt, von der wir jeden Tag in den Zeitungen und in den Nachrichten hören, vergessen wir manchmal zu entdecken, dass es Gott auch immer wieder gut mit uns meint, dass seine Güte trotz allem Schmerz und trotz allem Leid nicht von uns, dass er seine Güte nicht von uns wendet, auch wenn es uns nicht jeden Tag gut geht, weil man zum Beispiel nicht mehr laufen kann, weil man Schmerzen hat oder schlecht sehen und schlecht hören kann oder dauernd alles vergisst. Nein, Gott wendet seine Güte auch dann nicht von uns. Denn er schickt uns auch Menschen, die uns bei diesen Problemen helfen, die für uns sorgen. Hier im Pflegeheim in der Sonnhalde, drüben in der Klinik und daheim im Alltag in unseren Familien und Gemeinden. Und es ist Gott selbst, der uns und unsere Sorgen und Nöte hört, wenn wir zu ihm reden im Gebet. Nicht immer werden alle unsere Bitten erhört oder erfüllt oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber es ist gut, glauben zu können, dass Gott uns als seine Geschöpfe geschaffen hat und uns mit seiner Güte durch unser Leben begleitet. Manchen von Ihnen hat dieser Glaube schon durch ein langes Leben mit manchen Auf und Ab, mit manchen schönen und schweren Zeiten geholfen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Vielen Menschen hat dieses Gottvertrauen seit den Zeiten des Psalmbeters vor langer Zeit Mut und Hoffnung gegeben. Und deshalb gehört neben dem Singen auch das Beten, das Reden mit Gott zu unserem christlichen Alltag. Wir tun das im stillen Kämmerlein, ganz für uns alleine, und wir tun das miteinander in der Familie oder hier im Gottesdienst. Den Psalm 23 haben wir ja gerade schon gebetet, ein uraltes Gebet aus dem Gebetbuch Israels. Und nachher werden wir noch das Gebet miteinander sprechen, das Christen auf der ganzen Welt in allen Sprachen verbindet, das Vaterunser. Daran will uns der Wochenspruch des Sonntags Rogate auf Deutsch betet erinnern. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Zurück zu Kantate und zum nächsten Lied.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Das ist das Mailied auf der Innenseite, auf der rechten Seite. Das singen wir jetzt miteinander. Ganz spannend, in die Volkslieder sind manchmal so Mischungen zwischen Gebeten und Naturbetrachtungen. Da kommt auch immer wieder die Bitte um Gottes Begleitung und der Dank für Gottes Schöpfung zur Rede. Jetzt wollen wir miteinander beten. Gott, wir danken dir für den Wonnemonat Mai, für alle Lieder, Feste, und das Wachsen und Blühen in der Natur. Wir bitten dich, gib uns immer wieder einen kleinen Grund zum Jubeln, Jubilate. Lass uns immer wieder ein fröhliches Lied miteinander singen, Kantate. Und gib uns Mut zum Glauben und das Vertrauen, jederzeit im Gebet zu dir kommen zu können, weil du uns hörst, Rogate. Bleibe du bei uns mit deiner Liebe und deinem Frieden. Amen. Und jetzt beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gegeben hat und das Menschen auf der ganzen Welt inzwischen jeder in seiner Sprache beten, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Müller, dass Sie uns so schön durch die Mai-Lieder heute begleitet haben. Eins haben wir noch für den Schluss nach dem Segen. Das ist nicht ganz so einfach zu singen. Das ist eher ein Kunstlied, aber kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart hat es vertont. Und deshalb wollen wir es nachher doch miteinander probieren. Nämlich komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Es ist das erste Lied auf Ihrem Liedblatt, also innen drin, oben. Das wir dann jetzt gleich nach dem Segen noch miteinander singen wollen. Herzlichen Dank auch an das Gottesdienstteam für die Begleitung zum Gottesdienst und nachher wieder zurück. Sie kommen alle wieder auf ihren Wohnbereich und ihr Zimmer, aber wie immer nicht alle gleichzeitig und nicht alle mit dem gleichen Aufzug, weil das funktioniert nicht. Haben Sie ein bisschen Geduld, nehmen Sie das schöne Blatt mit, gucken Sie so lange Ihre Maiglöckchen an. Sie können sich das auch in Ihrem Zimmer, ähnlich wie ich es hier auf dem Altar gemacht habe, einfach so ein bisschen hinstellen. Dann haben Sie da auch noch einen Maigruß und vielleicht klingen die Mailieder ja auch noch in Ihnen nach. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, genießen Sie diesen besonderen Monat Mai, bis wir uns wiedersehen. Und gehen Sie jetzt mit dem Segen Gottes in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Beim Bedanken habe ich, aller guten Dinge sind drei eigentlich, das Sonnenhalde-TV-Team vergessen, die uns mit Ton und Bild diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Auch an die Herren von der Technik herzlichen Dank. So, und jetzt komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün.